Ich will einen großen Bruder haben, ich will einen großen Bruder haben, sagt das iPad Mini. Und oh Wunder, der große Bruder ist heute gekommen. Hier hat Apple geliefert, das iPad Pro ist heute angekommen. Ich habe es am Mittwoch bestellt, als am Mittwoch die Pressemitteilung rausging, dass das Ding kommt. Habe ich es gleich bestellt und ja, zwei Tage später ist es da. Diesmal eben keine Lieferschwierigkeiten. Wir kennen es ja von anderen Geräten, das iPhone oder früher ganz, ganz übel. Haben wir Ewigkeiten drauf gewartet. Jetzt kam das Ding super, super schnell. Und ich habe mir das iPad Pro bestellt. Ich habe mir auch den Stift bestellt. Der Stift dauert allerdings noch zwei, drei Wochen. Ich habe mir nicht die Tastatur bestellt, weil Apple, sag mal, wie blöd ist denn das, eine Tastatur nur auf Englisch rauszubringen? Also, naja. Aber jetzt zurück zu unserem iPad Pro. Ich packe es mal aus und zeige es euch mal. So, hier ist das Ding. Und da wurde es auf dem Boden. Da ist es. Die Verpackung, glaube ich, ist ja ähnlich groß wie beim iPad Air. Also richtig viel größer scheint es mir nicht zu sein. Aber wir gucken mal rein. Ich habe mir die Gold-Variante bestellt. Ich habe auch die Gold, das Gold MacBook und ich habe das Gold Telefon und ja, will jetzt auch das iPad Pro in Gold haben. Ich habe bisher das iPad Mini hier und ich hatte die anderen Geschichten, die ersten iPads. Das iPad Pro soll ja nahezu so schwer sein wie das allererste iPad. Na gut, warten wir es ab. Tim Cook hat groß erzählt, er braucht keinen Rechner mehr. Na, ob das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass man für viele Sachen den Rechner nicht mehr braucht, aber nicht für alle. Also ich glaube, den Rechner werde ich nach wie vor brauchen, aber für meine Präsentationen, für die Arbeit unterwegs, werde ich sicherlich das iPad Pro verwenden. Ich habe mir extra das Große gekauft und gesagt, ich habe lange, lange Zeit mit dem Kleinen gearbeitet und das liebe ich auch, das ja, verehre ich. Ich habe nur, ich muss es zugeben, eben ein Augeproblem und daher ist es vielleicht sinnvoller, ich arbeite auf größeren Geräten. Jetzt schauen wir mal rein, wie es ausschaut. Ich bin sehr gespannt über die Größe dieses Geräts. Ich habe es auch branden lassen, ich habe eine Lasergravur, ich hoffe, sie haben es richtig geschrieben. Oh Gott, gucken wir mal, aber jetzt versuche ich erstmal das Ding aufzumachen. Und ich hätte ja eigentlich auch gehofft, dass ein paar neuere Sachen im iPad Pro drin sind. Die Sachen, die im iPhone 6s auch drin sind. Aber da hat Apple sich natürlich wieder lumpen lassen. So, jetzt machen wir es mal auf. So, Deckel ist auf. Oha, ist das geil. Ja, Wahnsinn, ist das Ding groß. Wahnsinn, schaut mal rein. Schaut mal, ist das Ding groß? Ist das Ding groß? Das ist das Mini und das ist das. Oh, Wahnsinn. Und hinten auch, der Name stimmt auch. Es ist genauso groß wie, oh Wunder, wie das Display vom MacBook. Oh, ist das stark. Was ist noch drin? Es ist drin, naja, viel, das sehen wir nicht. Es ist ein USB-Lightning-Kabel drin, na gut. Das war ja zu erwarten. Und es ist ein Ladegerät drin. Das ist das, da ist noch ein bisschen Produktinformation und wahrscheinlich das Knöpfchen, um den Chip reinzunehmen, um die SIM-Karte reinzusetzen. Oh, ist das groß. Ist das ein Hammer. Also das wird echt interessant werden, da drauf Filme zu glotzen. Ja. Ein bisschen zu arbeiten. Mit dem Stift wird es total interessant werden. Es hat anders wie die hier ja, keinen Touch. Ich mache mir hier dieses Interview auf. Oh, ist das groß. Ist das groß. Ich bin echt total hin und weg. Es hat vier Lautsprecher, heißt es. 1, 2, 3, 4, also anders als das Ding, das nur 2 hat. Es hat einen Lightning-Anschluss. Es hat hier diese Anschlüsse für die Tastatur. Ich habe mir jetzt eben nicht die Apple-Tastatur gekauft, weil nochmal Apple, wie blöd muss man denn sein, diese Tastatur nur auf Englisch rauszubringen. Also ein Schwachsinn. Boah, also
bin schwer begeistert. Wie gesagt, habe die Gold-Variante hier gebrandet. Und jetzt geht's los mit der Installation. Das iPad Pro. Hallo, hallo, großer Bruder. Hallo, hallo, kleine Schwester. Oder große. Naja, ist aber. Also, ich bin begeistert. Jetzt geht's laden und installieren los. Habt euch wohl, das iPad Pro von Apple. Der Fanboy freut sich.